eine Wohltat. Ich will das jetzt noch schaffen, ich will nicht noch ein Video voll mit diesem Müll haben. Ein ganzes, eineinhalb sind schon schlimm genug. Es sind mehr als eineinhalb, wenn ich das richtig gesehen habe vorhin schon. Beim Gerendere. Ich hätte vorher nicht rendern sollen, das bringt anscheinend Unglück. Oder ich bin einfach nur schlecht. Vermutlich beides. Halte ich zumindest für sehr wahrscheinlich. Ich bin einfach schlecht und habe kein Glück. Ja, sowas zum Beispiel. Hier, komm her. Put, put, put. Hier, friss das. Und den hier. Ach man. Verreck, 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 verreck. Danke, 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 danke. Ich muss gegen alle meine Prinzipien verstoßen, nur um das hier irgendwie zu schaffen. So, safe oldest. Ah ja, Spaß, 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 Spaß. Aber schlagen. Ja, fängt ja schon mal wieder gut an. Mit seinem 2-Kilometer-Schwanz. So, und drüber. Ja, genau. Pust, pust. Nein, nein, nicht fliegen. Was passiert eigentlich, wenn ich mich hinknie? Achso, dann werde ich auch reingeblasen. Ich wollte es nur mal ausprobiert haben. Ich hätte mich seinen Wind dann ja nicht erfasst. Du stirbst irgendwann mal, aber noch nicht heute. Also nicht schon wieder. Ja, er fängt ja auch sofort. Da gefälligst damit auf deine Richtung andauernd zu ändern. Ach man. Eben hätte ich gesagt, das ist noch zu schaffen. Und jetzt denke ich, das eher mal weniger. Genau, mach den hier und springen. Und in den Rücken. Und springen, 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 springen. Nein. Dann halt so. Hüpf. Und jetzt ziehst du uns wieder an. Genau. Und bläst uns weg. Und ziehst uns wieder an. Schießt nochmal. Weil du ein feiges Stück bist. Und so, genau, das wollte ich doch von dir. Und jetzt spring und schlage und wir dir in den Rücken. Ach ja, und jetzt passiert wieder so ein Dreck. Na, gucken wir uns wenigstens Shredder an. Noch ein bisschen Practice sammeln hier. Praktische Erfahrung oder so. Kann nur helfen. Gleich oder später. Ja, er tritt natürlich wieder zu. Ach ja, da springt er ja. Ich vergesse es immer sofort wieder. Hier, komm her. Ätzattacke, Ätzattacke. Nix. Ach, verdammt. Er ist auch im halben Bildschirm mal wieder breit und springt in uns rein. Und jetzt tötest du uns, nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr? Hab ich doch gewusst. Nee, 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 nee. Load, most recent. So, Scale Tail kam jetzt, glaube ich, erst nochmal. Wir schaffen das jetzt, auch wenn das noch eine Viertelstunde dauert. Hier, mach was, genau, schlag zu. Nein, nicht springen, du solltest zuschlagen. Außerdem hat sich das Kabel meines Controllers gerade um meinen Finger gewickelt. Genau, den solltest du machen. Und in den Rücken. Ey, das ist ja wohl sowas von unfair. Ja, und hier springt er in uns rein. Ach man. Los, zieh uns an, genau. Und jetzt mach deinen Schwanz. Nicht so, nicht wenn ich vor dir stehe. Sondern wenn ich hier über dir bin. Wie ich das auch gerade mal wieder gemacht habe. Ja, können wir wieder vergessen. Wir kommen jetzt nicht mal mehr hier raus. Okay. Jetzt tötet sogar er uns mit mehr Leben als sowieso schon. Tu was. Töte mich bitte, töte mich bitte, töte mich bitte. Danke. Obwohl, ich hätte auch einfach so laden können. Hm, langweilig. Ich bin übrigens selbst von mir enttäuscht, dass ich das jetzt so mache, nur um Zeit zu sparen. Nur um das mal anzumerken, jetzt braucht mir niemand schreiben, ich bin selbst von mir enttäuscht.
Auch wenn ich absolut nachvollziehbare Gründe habe, das so zu machen. Aha, aha, aha. Genau, Schlängel an mich ran. Und das treffen will ich nicht, meine Stifte wieder ganz nah zwischen uns und machst einfach, was dir gefällt. Warum haben wir uns geduckt? Ach Mann. Mein Controller ist so. Und der springt mal wieder nicht. Weil er mit Ducken beschäftigt ist oder man weiß es nicht. Aha, aha, aha. Wir sind doch schon wieder des Todes, nicht wahr? Ja, findest du auch. Ich weiß. Mach was, mach was, mach was. Genau, mach den hier. Und den und dann. Nein, 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 nein. Nix, 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 nix. Ja, schieß mehr komische Kanonenkugeln, aus denen irgendwelche komischen Fontänen aus Wasser rauskommen, die uns wehtun, oder... Ach, kannst du nichts anderes? Genau, sowas zum Beispiel. Und springen und schlagen. Das kannst du total gut, mach das mal viel öfter. Ja, ich laufe jetzt hier mal so ein bisschen gegen die Wand. Warum können wir nicht einfach durch die Tür durchgehen? Ja, natürlich geht das nicht. Los hier, du gegen mich, du gegen mich. Haha, in der Luft zertreten. Arschtrittstiefel haben wir nämlich an. Okay, jetzt können wir mal anständig hier einen Safe-Punkt setzen. Oh, es ist so arm. Es ist so unglaublich arm, dass ich das so machen muss. So, wir schaffen dich. Irgendwie. Ah ja, jetzt fängst du gleich mit sowas an hier, ne? Ja. Und er tritt unglaublich hart zu. Aha, 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 aha. Und er tritt genau nach. Das ist total eigenartig. Ja, genau. Eigentlich springen wir und du kannst beim Auswählen deiner Sprung, wenn du schon den Sprung angesetzt hast, auch deine Richtung wieder auswählen. Ach, Mann. Wenn ich nur ansatzweise solche tollen Fähigkeiten hätte. Ja. Das ist auch schon wieder zum Scheitern verurteilt. Nicht mal im Ads-Modus und schon böse. Ja, genau. Genau. Hier, stirb mal. Dann sehen wir wenigstens nochmal deine böse Form. Wenn du über Bälle wirfst. Aha. Was zum... Das haben wir auch noch nicht. Ja. Hey, das Spiel wird ja langsamer. Gut für uns. Schlecht für ihn. Nein, 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 nein. So nicht. Laden. Den. Wir schaffen den noch. Ich gebe mir noch 12 Minuten. Irgendwann werde ich schon zwischendurch mal Glück haben. Ja, ja, hier nix. Gehst du mal nach oben? Danke. Nein! Das war mal wieder äußerst dumm. Doch. Ich springe und trete und er tritt mich und unterbricht mich dabei irgendwie. Weil er so ultra ist, dass er das darf. Und wir dürfen mal wieder gar nichts, weil wir eine Schildkröte sind. Überall wird man diskriminiert. Naja, hier. Nix. Ja, ja. Seine Mami hat ihn wirklich nicht lieb. Ihn auch nicht. Obwohl, ihn hat niemand lieb. Aber es lief schon mal gar nicht so schlecht. Aber er hat auch viel von diesen Bällen geworfen. Und das ist, üblicherweise nicht allzu schwierig. Und wenn mir der Schildkröte nochmal komplett auf meine Befehle, reagieren würde, wird das alles auch noch viel, viel einfacher. Aber das tut sie ja nicht. Sie springt ja nicht, wenn ich ihr sage, sie soll springen. Sie schlägt nicht immer, wenn ich sage, sie soll schlagen. Und sie duckt sich immer ab und zu einfach so, weil sie meint, dass sie es kann. Also haben wir ihm sogar schon mal 2 Schaden gemacht. Moment, warum war das kein Über... Ach so, das ist der Überball. Und danach springst du so nach unten. Darf ich dich auch mal treffen? Nee, anscheinend nicht. Anschließend springst du wieder.
Also fliegen wir da am besten über dich rüber, warten, bis du gesprungen bist und hauen dir den Rücken, oder wie? Na, wir können es ausprobieren. Hat ja eh keinen Zweck. Laden. Meine arme Stimme ist auch schon komplett lädiert. Ich spüre, wie mein Hals wehtut. So. Hier, mach den, genau. Ah ja, und wir können dich nicht während deiner Trittaktion schlagen. Warum hat er das jetzt wieder nicht abgebrochen? Ja, unser Antäuschen hat nichts gebracht. Nee, nee. Genau, mach den. So. Ja, dann trittst du natürlich wieder voll in unsere Richtung. Oh, es ist so unglaublich fair, dass er so blitzschnell reagieren kann und wir mit dieser Krüppelsteuerung uns ärgern. Warum hat das jetzt nicht getroffen? Das sehe ich überhaupt nicht ein. So, hier, weg, 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 weg. Wir wollen deine Ads-Form sehen. Die zwar mal ein bisschen länger. Wir wollen dir mal 3 Schaden oder 4 Schaden machen. So, du kommst da runter gesprungen, genau. Warum hat das jetzt... Es ist so unglaublich. Man trifft ihn nicht, obwohl... Er hätte einen dann wieder längst getroffen. Aber man selbst darf man wieder nicht. Was machst du? Aha. Hm. Ha, immerhin schon 4 Schaden. Ja, 5. Unglaublich. Das ist ja schon... Man kann schon fast von der Hälfte sprechen, wenn man 10 Augen zudrückt. Ja. Leckt mich doch alle hier. Das macht doch keinen Spaß. Also wenn man sich das ausgedacht hat. Er alleine wäre ja noch okay, aber dieser Kram mit den 4 anderen Viechern davor. Gut, den kann ich jetzt glücklicherweise umgehen. Indem ich nicht Gameboy vorhandene Funktionen benutze. Ich bräuchte den Code für unendlich Leben. Ach so, ich muss dem Kram auch noch ausweichen. Der fliegt nicht mal automatisch vor mir hoch. Ja, genau. Ja, natürlich. Natürlich. Jeder darf ja auch 10 Schaden an mir machen. Wie gesagt, man müsste mir gar keine... Man könnte einfach immer 2 dahin schreiben, statt einzelne Striche dahin zu machen. Das wäre viel sinnvoller. Wenn man eh durch fast nichts einen Schaden bekommt. Dann könnte ich das auch gleich sein lassen und einen nicht einfach... 3 Schaden geben, sondern gleich 4. Damit es doch 10-mal schwerer wird. Ja, da waren wir zu langsam. Genau, genau, tritt uns und... mehr, flieg es auch nochmal hoch. Genau, und tot sind wir. Ja. Ich habe dazu auch nicht mehr viel zu sagen. Echt, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Ich will das einfach nur noch zu Ende und fertig haben. Warum haben wir uns jetzt wieder geduckt? Und warum sind wir nicht gesprungen? Das ist irgendwie mit der Kugel auch ein bisschen willkürlich, wann die jetzt genau zu Boden geht. So, hier, mach den hier, genau. Ja, dann tritt er wieder hier hin und wir können nicht ausweichen, weil er über den halben Bildschirm treten kann. Das glaubt dir doch eh keiner mehr hier. Und warum ich ihn jetzt wieder nicht getroffen habe, will ich mein ganzes Leben nicht verstehen. Meine Waffe hat so in ihm drin gesteckt zwischendurch. Hier zum Beispiel eben wieder. Jeden anderen Gegner hätte das 10-mal getroffen. Oh, und da springt er wieder dumm rum und stirbt. Stirbt, habe ich gesagt. So, jetzt macht er hier wieder seinen Übermove. Komm her, komm her. Aha, aha, aha. Hauptsache ätzend sein, nicht wahr? Aha, aha, aha. Da hätte ich fliegen müssen.
Und da springt er einfach zurück. Ja, bestimmt. Warum ich den keinen Schaden machen kann, wenn ich den auf den Kopf springe? Ja, es ist kein Super Mario, aber warum nicht? Das wäre doch nur fair. Wenn die mir schon überall anders Schaden machen, wenn die mich nur schon berühren. Toll, und da soll ich nur noch ausweichen, wenn er diese komischen Sprünge macht oder was? Boah, ich sehe das echt nicht ein. Echt nicht. Man kann viel von mir verlangen, aber nicht das. Ich freue mich schon, wenn der Erste ankommt und sagt, ah, das ist doch super einfach, warum kannst du das nicht? Sieht man ja, ich kann das halt nicht. Da gibt's keinen, das ist super einfach, für mich ist das schwer. Ach man. Ich bin halt alt, meine Reaktionen lassen nach. Hier, nach oben, nach oben. Danke. Aha. Ach man. Also das mit der Kugel, das geht ja noch. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber das hier nicht. Besonders nicht mit dem Nachtritt. Mhm. Man muss immer seine Chance ergreifen. Naja, das läuft eigentlich schon. Zwischendurch denke ich mal, das läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann kommen wieder solche Sachen wie hier gerade. Wo ich denke, ja. Ach so, ah. Das überleben wir nicht. Ja. Ja, er kann einen Schritt nach vorne machen und zutreten. Das sind einfach so Sachen, von denen wir einfach nur träumen können. Ja. Ja, echt. Steuerungstechnisch sind das Sachen, von denen wir im Traum nicht dran denken, dass wir so viel auf einmal machen können oder solche tollen Fähigkeiten in Kombination dafür hätten, weil wir nur schlagen und springen können. So. Ja, komm her. Ja, und jetzt tritt er einfach wieder zu. Ach, Mann. Das ist doch so unfair. Das ist doch einfach nur so unfairer Kack. Moment, kann man dagegen schlagen? Man kann es zufällig nicht zurückprügeln, oder? Das fände ich nämlich sehr interessant. Also, er ist kein Ganondorf. Nee, man kann es nicht zurückprügeln. Warum haben wir uns gerade schon wieder geduckt? Ich hab's ganz genau gesehen. Ja, lassen wir uns von allem treffen. Ja. Genau. Warum? Warum? Ja, treff mich zweimal. Es ist so unfair, dass er diesen Schritt und den Tritt machen kann. Und sein Ballziel genau auf mich wirft. Oh, das hat doch schon wieder keinen Zweck mehr. Ja. Interessiert dir eh keine Sau mehr. Ja. Man kann ihn nicht schlagen und hinterher springen. Es ist so unglaublich. Ob einfach die Rechenleistung dafür fehlt, man weiß es nicht. Ich will darüber auch gar nicht spekulieren. Ja. Der Tritt ist eigentlich das Unfairste von allen. Also all seine Trittattacken. Der Ball ist überhaupt kein Problem. Selbst das hier, dem kann man ausweichen, dann dieser dumme Tritt danach. Wenn ich mal nur so treten könnte. Ja, wenn man unter ihnen in der Ecke ist, kann man vergessen auszuweichen. Oh Mann, ey. Ja, stirb. Wir berühren dich, du musst auch Schaden nehmen. Tut er aber nicht. Es ist so dumm. Es ist einfach nur unglaublich dumm.
Irgendjemand könnte da gewiss nicht fair programmieren oder fair jemanden erstellen. Programmieren hat das ja vermutlich nichts zu tun. Nee. Ja, genau, genau. Jetzt triffst du uns noch. Das war ja so klar. Und am besten hätte auch dein Ding da getroffen. Ja, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Und da treffen wir ihn nicht mal. Also wer mir sagt, dass das fair ist, der... Devil May Cry ist einfach auf der auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Oder ich hab's einfach nur schon lange nicht mehr gespielt. Es kommt mir aber so vor. Ja. Wenn man ihn schlagen will, braucht man, dann wird man getroffen oder man kommt nicht mehr weg oder ach, ist ja eh dasselbe alles. Ja. Rage. Einfach nur Rage. Meinerseits. Weißt du, was wir jetzt machen? Der Kampf ist ja viel zu unfair, wenn wir fliegen können. Wir machen das jetzt so. Vielleicht bringt es ja was, sich an die Wand zu heften, aber ich glaube mal eher nicht. Obwohl, vielleicht bei seiner Sprungattacke. Mal gucken. Nein, es bringt nichts, weil er uns dann da treffen kann. Und der Stab ist eigentlich auch nicht länger, soweit ich weiß. Ja, wenn man fliegen... Wenn man nicht fliegen kann, ist man ganz klar im Nachteil. Ja, die Waffe reicht leider auch nicht weiter. Und sein Tritt ist leider genauso schädlich. Ja, und er kommt auch immer näher, um einen zu treten. Hat ja keinen Zweck. Er kommt sofort an und tritt schließlich. Er geht einfach von Attacke zu Attacke über. Sachen, die wir einfach gar nicht machen können. Weil wir irgendwie langsam sind oder man weiß es nicht oder... Das Modul nicht dazu in der Lage ist, die Befehle vom Spieler so schnell zu bearbeiten. Das ist doch einfach nur... Das ist einfach nur unglaublich gemein. Ah ja. Super. Super, ein Punkt Leben hier. Töte mich bitte. Wir knien vor dir nieder, um exekutiert zu werden. Danke. Sollten wir damit aufhören? Nein, ich bitte das einfach anschließen. Dann werden das halt 3 bis 4 bis 5 bis 6 Millionen Folgen. So machen wir mit dem Fliegerich weiter. Ich hab einfach keinen Bock mehr. Warum sind wir nicht gesprungen? Ja, tritt zu. Hier, nimm den hier. Los, tritt. Willst du nicht treten? Ja, dann müsstest du das wieder und trittst anschließen, ne? Oder so. Das ist auch so ein Problem. Wenn er es nicht hochfliegen lassen will, entweder prallt es dann sehr eigenartig von der Wand ab, oder es trifft uns und er tritt wieder. Ah ja. Er ist so ätzend. Er ist einfach nur so unglaublich ätzend. Und das ist sehr komisch, dass man ihn manchmal trifft und manchmal dann wieder nicht. Und dann tritt er wieder durch den halben Bildschirm, weil er es kann mit seinem dummen Ausfallschritt oder wie man es nennen möchte. Und dass ihm seine eigene Attacke nicht wehtut, das ist wie auch mal wieder total skurril. So wie bei allen Gegnern. Da garantiert einfach jemand was vergessen und wieder halbfertig auf den Markt gebracht. Ich meine, ich schimpfe jetzt schon bald gute 1,5 Stunden hier rüber. Ja, ja, hier, komm her, komm her. Danke. Erspare uns das Leid und töte uns einfach direkt. Man könnte ja auch einfach ein Instant Death Bike vor der nächsten Tür aufstellen, wo man nicht drüber oder dran vorbeispringen kann und sagen können, ja, jetzt kommen wir zum Ende des Raumes. So fühle ich mich. Ja. Eigentlich hätte der eben schlagen sollen, aber das hat er nicht getan.
Gut, der Schlag hätte eh nicht getroffen. Was, du trittst nicht? Dann machen wir halt. Ach ja, warum wir jetzt auch mal wieder getroffen wurden. Man weiß es nicht. Genau, machen wir weiter so. Was hast du denn jetzt für einen Fehler? Warum haben wir uns geduckt? Ich wollte weitergehen. Ja, ich glaube, mein Controller ist einfach zu abgenutzt. Das Steuerkreuz mit diesem Logitech-Ding ist auch äußerst bescheiden. Also die Analogsticks sind ja gut, aber das Steuerkreuz ist es wirklich. Und das die Schiene. Ja. Genau, das war mal wieder vorauszusehen. Das war mein Fehler. Jetzt machen wir mal wieder den hier. Und du trittst, genau, war ja wieder sowas von klar. Hör auf rumzuhopsen. Ja, man kann ihn nicht treffen. Ja, und ich darf ihn ja auch nicht treffen. Wenn ich an ihm dranbleibe, tritt er. Es ist so unfair. Ich weiß gar nicht, wann ich ihn anständig treffen soll, ohne selbst getroffen zu werden. Ich glaube, ich habe ihn noch kein einziges Mal getroffen, ohne selbst dabei getroffen zu werden. Das ist so unglaublich. Hm, 700 Megabyte Datengröße für die Audiospur. Perfekt. Los, hoch. Der Computer auch zwischendurch immer mal wieder dafür sorgt. Ja, trittst du? Nee? Ach, du machst den hier. Und wir können... Wie lang blinkt der denn? Ich sehe das echt überhaupt nicht ein, ey. Eine halbe Stunde unverwundbar, nachdem er getroffen wurde. So können wir seinen Sprite nicht treffen, aber wenn er irgendwas anderes dabei macht, dann können wir ihn komischerweise schon treffen. Ja, da springt er wieder, nur weil ich ihm mal wieder Schaden machen wollte, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, was nur wieder meinen Tod herbeiführt. Ja, das kann man auch so vergessen. Und da tritt er wieder zu. Und da haben wir ihn angeblich nicht getroffen, obwohl mein Fuß in seinem Kopf drin gesteckt hat. Ich weiß ja nicht, ob diese 4 Punkte Leben, die ich insgesamt mit der Pizza mehr hätte, was ausmachen sollten, aber irgendwie fürchte ich das nicht. Ich bin genau in der Mitte vom Raum. Ja, da konnte ich auch mal wieder so gut flüchten. Jetzt trittst du wieder. Warum habe ich ihn jetzt bitte schön getroffen? Ich verstehe es nicht. Warum habe ich ihn eben gerade getroffen? Meine Waffe hat ihn überhaupt nicht berührt. Aber sonst, wenn ich in dem drin stehe, kann ich machen, was ich will und ich treffe ihn nicht. Ja. Du bist doch so... Also, ich wiederhole mich. Ich habe auch gar keine Lust mehr. Ja, da wiederhole ich mich auch, wenn ich sage, ich habe keinen Bock mehr darauf und keine Lust. Und ich will das einfach nur noch zu Ende bringen. Naja. Kennen wir ja noch überhaupt nicht. Ja, jetzt trittst du und jetzt trittst du. Ne, jetzt springst du und jetzt machen wir den hier und jetzt springst du wieder und. Jetzt so. Wirf. Ja, jetzt trittst du wieder. Und obwohl wir dir so gut Schaden gemacht haben, haben wir jetzt schon wieder fast mehr genommen. So. Nee. Sind wir heute nicht mehr so ätzend, oder was? Ach, kommt wieder. Ja. So, das lief so gut. Wir haben noch so viel Leben.
Ich mache noch mal ein. Da müssen wir den ersten Part wenigstens nicht mehr über uns ergehen lassen. Das könnte auch gerade so reichen. Ja, natürlich bleibe ich da stehen. Könnte zum Thema gerade so reichen. Dann kann ich vielleicht mal das Bewegungsmuster ansatzweise... Ach ja, da kommt er ja dann runtergestürmt. Ja. Also manchmal weiß ich echt nicht so genau, wie ich ausweichen soll. Ja, toll. Hier, hoch. Wir wurden gerade mal nicht getroffen für einen Punkt Schaden. Aber wieder. Ich habe ihn schon mal halb runterbekommen. So, wir müssen laden den Most Recent und dann gehen wir hier raus. Und jetzt kommt er hier irgendwie gleich runter. Hierfür am weitesten weg. Total gut, total gut. Wieder mal so richtig fair. So, jetzt kommst du, genau. Haha, nee. Aber wir haben schon viel gemacht. Das schaffen wir. Ja, warum haben wir gerade wieder gehockt? Warum habe ich ihn nicht getroffen? Warum habe ich ihn schon wieder nicht getroffen? Ach, aber im Sprung. Ist klar, ist klar. Boah, du kannst nicht mal so kreuzweise. Ich muss mich konzentrieren. Nicht hinhocken. Ja, wir sind tot. Er kann seine Richtung im Sprung ändern oder im Sprungansatz ändern. Wenn er das nicht könnte, wäre es so schön einfach. Laden, genau, laden. Ich muss immer gucken, dass ich nicht das falsch... Okay, hier kann man nicht hin und hier könnten wir ihn gleich einsammeln. Komm her. Ja. Und er macht zufällig auch genau das Gleiche. Aber warum? So über Dingens 3000er. Ja. Er ist total eigenartig vom Bewegungsmuster her. Springst hoch, oder? Genau. Und in den Rücken. Und jetzt kommst du so lustig runter und wir machen den hier. Und jetzt wirst du Bälle. Hier, nimm ihn hoch. So, nimm ihn auch hoch. Nett machst du das. So, und hier kommt er jetzt wieder runter und wir setzen ihn ein. Und jetzt kommst du wieder und wir setzen dir wieder ein. Los, mach hoch. Ja, ist jetzt egal. Oh, das war nicht egal. Und du kommst her. Und, ach, warum? Das ist so dumm manchmal. Ich drück den Knopf. Ich habe den Knopf dreimal gedrückt, um aus der Luft zu kommen. Und hier konnte ich seinem Ding wieder nicht ausweichen. Ich drück den Sprungknopf dreimal, um aus dem Hubschrauber irgendwas Modus rauszukommen. Und es passiert nichts. Man fliegt einfach weiter. Es ist dumm, es ist unfair, es ist... Wenn das nicht wäre, wären wir bestimmt schon fertig. So, nochmal den hier und drüber. Und da springt er nochmal, das fängt ja viel schlimmer an als vorher. Wenigstens können wir ihm danach immer ordentlich einsetzen. Los, mach hoch! Haha. Ja, da hatten wir bis jetzt Glück. Das ändert sich auch wieder, wie man sieht. Ich hoffe, das ist wirklich sein letzter Modus. Ich weiß es nicht. Das ist ja, das bis hierhin kenne ich das Spiel ja. Das habe ich auf dem Gameboy nie geschafft. Okay, nach dem nächsten Treffer sind wir tot. Los, hoch, hoch. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Ah. Endlich habe ich ja Spaß daran. Besonders jetzt, wo ich nicht mehr immer diesen ganzen Vorkram machen muss. Geht es wieder. Oh, ich habe vergessen, ihn zu treffen. Ja, genau, genau. Mach hoch. Willst du nicht mal mehr werfen? Finde ich voll gut. Genau, so. Nicht so, ohne mich zu treffen. Naja, das war abzusehen. Man weiß auch nie, welchen von beiden Sprüngen er jetzt macht. Also nicht wieder die Attacke von oben machen, die gefällt mir nicht die Attacke von oben, sondern die andere. Ich das jetzt auch genau die.
Die finde ich total knorke, weil danach kann ich immer einmal angreifen. Oh, wir haben ihn schon auf 3 runter. Wir haben ihn schon auf 3 runter. Hier, friss den hier. Oh, noch ein. Bitte, der soll nicht mehr kommen. Er ist tot, yo. Oh, jetzt macht das Spiel wieder Spaß, so 2 Minuten oder so. Ich bin doch erst bei 1 Stunde 15. Nein. Also ich glaube, mit voller Energie hätten wir ihn vermutlich auch schon einmal tot gehabt. Ja, ist jetzt auch egal. Und rein da. Ich wusste, ihr würdet mich retten. Nun, der Schredder weg ist, wird die Welt letztendlich in Frieden ruhen. Und wir kriegen ein Kawabunga! Und ein lustiges, flackerndes Bild. Genießen wir es einfach nur. Ich lehne mich zurück und halte den Mund. Ich habe dazu nämlich wirklich nichts mehr zu sagen. Das war das Schlimmste an Bosskampf, was ich je erlebt habe. Mega Man ist dagegen Spaziergang. Und zwar alle Teile. Ist es zu Ende? Ah ja, die Musik wird leiser. Passiert noch was? Schauen wir mal. Schöner Abspann. Ja, ein Spiel, das sehr anstrengend war. Es scheint nicht zu passieren. Drücken wir vielleicht mal was. Dürfen wir von vorne anfangen? Auf extra Hard Mode. A, B, Start, Select, nein. Ja, dann war's das anscheinend. Dann wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, es hat euch teilweise gefallen, bis auf die endlose Wiederholung, weil sich alles wiederholt und wiederholt und wiederholt und ich mich wiederhole und der letzte Kampf einfach ätzend war und warte, ich überschlag mal eben. 1 Stunde 40 Minuten ungefähr gedauert hat, bis zu dieser Stelle hier jetzt. Applaus für mich. Das war's von mir. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.